Alexander, hallo. Das ist absolut cool und zwar ist das heute der Ulrich Heil-Erde-Test für euch. Hätte ich nicht gedacht. Ich zeige euch auch mal gerade, ich habe eigentlich jetzt keinen so richtigen Bock, die runter zu lutschen, weil ich brauche die aktuell nicht mehr, aber die haben echt funktioniert. Ich hatte so eine blöde Phase, ich denke mal, das war stressbedingt gewesen und man hat auch ein bisschen, eine wirklich für euch runter, weil die passt gerade nämlich so ein bisschen, genau. Ist nicht runtergeblieben, nur das, ich sag halt so, genau. Und so hatte ich so eine echt unangenehme Stressphase gehabt und hat so ein bisschen Magengedöns, Magensäure gehabt und so. Und da habe ich es mit Magnesium probiert und mit dieser Heilerde. Heilerde, echt spannend, ja, hat wunderbar funktioniert. Also ist das, also wie gesagt, bei all diesen Pillen, NEMs und sonst was für euch ausprobieren, was für euch ist. Für Schwangere richtig ganz dick drauf, nicht nehmen, weil es halt Natur und nicht totgebleicht und geröntgt und keine Ahnung was ist. Und die letzten Pillen da, Patienten daraus zu bomben. Deswegen, da solltet ihr es halt nicht nehmen. Aber halt hier, wenn ihr ganz normal drauf seid und so und ihr habt so ein bisschen Magen, probiert es mal, bevor ihr euch da Pantoprazol reinschmeißt und euch die Handgelenke brechen, gibt es echt Hammer-Stories von diesem Scheißmittel da drin, muss ich echt sagen. Wenn ich Zeit habe, mache ich mal ein Video darüber, welchen 2 Tage Krankenhausaufenthalt hatte, weil ich irgendwie etwas an der alten Schokolade nicht vertrage. Ist eine komische Geschichte, ist eine komische Geschichte, eine coole Story oder nicht so coole Story, aber es war nicht so cool. Und genau, das, wenn ihr mal so ein bisschen Magensäurekram habt, irgendwas nicht vertragen, holt euch mal die Dinge, kosten nicht viel. Genau, so, zeige ich euch mal, die sind ungefähr so groß, ja, genau, die sind ungefähr so groß, so, genau, so, seht ihr es? Und das ist echt Dreck, ja, also das ist wirklich Lösablösung, wie man es schon in Erdkunde genannt hat, die schmecken eigentlich auch nicht so sehr, also ich hole sie jetzt mal raus, ohne jetzt zu viel Staub zu machen, ja, muss man gerade mal rübergehen heute, weil, so, genau, jetzt könnt ihr das mal sehen, genau, also ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, die schmecken leider noch gar nicht, also schmecken leider absolut nicht, weil wenn ich jetzt hier die Hand drauf mache, halt hier, und das lecke, das ist so, als würde ja fein gemahlene Erde halt runter lecken. Deswegen, und wenn ihr es im Mund habt, ja, also macht es nicht auf. Ja. Es gibt immer so ein paar Sachen, die ich gerne mal so aufmache und gucke, ob es mir schmeckt oder nicht. Ja. Aber das kann ich euch nicht empfehlen. Also lasst zu, runter damit und ungefähr so 15 Minuten später merkt ihr im Prinzip, wie euer Magen sich beruhigt. Ob es bei euch bei der Verdauung hilft, das kann ich euch nicht sagen. Aber gerade diese Magengedönskram nach meinem Aufenthalt im Krankenhaus wegen einer blöden Unverträglichkeit oder irgendwas alles gegessen, ich weiß nicht mehr genau, um diese Nebenwirkungen von Pantoprazol runterzubekommen, ey, ich war so froh, dass ich die Dinger hatte, weil die hatten echt geholfen. Das war eine Mischung von Magnesium und die hier, die ich mir da reingeworfen hatte, genau, um einigermaßen den Magen zu beruhigen. Also, wenn ihr so Magensäuregeschichten habt, bevor ihr echt so einen harten Mittelchen greift, versucht es mal damit, schaut, ob euch das ein bisschen weiterhilft. Es ist wirklich in dem Punkt wirklich pur Natur. Steht sogar drauf gegen Darmsanierung, Magen-Darm-Beschwerden und sonst was. Und weil das eigentlich so ein bisschen zu teuer ist zu wegschmeißen, mache ich jetzt einfach nämlich mal gerade mal die Pille da drauf, ja, und wirf mal runter. Ich habe schon gesehen, kostet nicht ein bisschen was. So. Genau, ein bisschen Urbakterien runtergewirkt. Aber wie gesagt, will ich jetzt den wegschmeißen, weil die kosten ein bisschen was. Aber bei so Magensäurekram oder morgens aufgewacht, mir fühlt irgendwie nicht so wohl, irgendwie so, hey, eine runter und gucken, was passiert. Kann nicht, also nach meinen Recherchen kann da nichts schief gehen. Man kann das sogar noch helfen. Aber bitte nicht runter, nicht kaum halt. Ihr habt das Gefühl, als wärt ihr gerade irgendwie in der Nordsee gewesen und ihr hättet noch so ein bisschen Sandreste im Mund da drin. Ist nicht so cool. Genau, deswegen will ich mir jetzt auch gleich noch ein Gläschen Wasser runter, weil die letzten Reste dann. So. Packt euch den Link unten drunter. Das war's. Ciao, ciao und bye.